einfach die Leute, lass mich in Ruhe, gar nicht, der soll gar nicht reinkommen. Ich bin auch fast auf ihn reingefallen. Alp, der zeigt einfach seinen Arsch, Alter. Was geht? Kommt alle nach Wien. Ja. Was geht? Erzähl. Auf Kamera umdrehen. Was machen? Wo bist du? Wo bist du? Ich bin hier im Studio in Berlin. Kommst du mit? Oh. Soll ich dir jetzt diesen Dings geben? Kommst du mit? Soll ich? Oh mein Gott. Wohin? Zu Hypnotize. 1-0. Komm nach Linz. Ja gut. Auf jeden Fall. Was geht? Warum ist jetzt so Stille hier? Also ja, bei mir nicht. Ja, bei mir auch nicht. 13.000 Leute einfach. Geht schon ja, klar. Irgendwie, ich glaube, das verunsichert mich ein bisschen. Sollen wir jetzt einfach über irgendwas reden? Ja. Apfel oder Orange? Was? Apfel oder Orange? Apfel. Komm mir mal ein bisschen entgegen. Wo bist du? Du kannst ein bisschen. Ja, und du? Ja, auch. Das Beste sind diese Leute, die schreiben, ah, oh, cringe, und dies, das, dann geh doch einfach raus, Alter. Geh doch. Leute, es ist halt nicht gerade leicht vor. Du musst doch nicht hier sein. Verstehst du, ich meine, geh doch anderen Shit machen. Bye. So, weißt du, ich meine, geh doch raus. Mach was, irgendwie, verbring Zeit mit deinen Eltern. Was sinnvoll, wenn das cringe für dich ist, ist das doch sinnlos für dich. Dann geh doch Sinnvolles machen. Cringe. Was? Ich genieße gerade diese Kommentare. Bisschen, da steht Hava, kiff mal weniger, lo. Sieht doch so aus, als würde ich kiffen. Was machen wir denn? Okay, irgendwie, es wird immer mehr cringe. Beste sind diese Memes, morgen wieder Karriere beenden, gar keinen Bock. Gar keinen Bock. Karriere beenden. Ich habe noch nie von einer Karriere geredet. Keine Karriere geht nicht 3 Jahre. Da muss man schon mehr gemacht haben für eine Karriere, oder wie siehst du das? Ja, natürlich. Ey, mir fehlen gerade einfach die Worte, ich bin dir ehrlich. Warum? Weiß ich nicht. Nein, aber man sollte im Prinzip sowieso nicht auf das hören, was Fremde sagen, weißt du? Das ist auch nichts Neues. Leute wollen ja immer am Boden sehen. Erwarten wir einen Song von euch beiden. Sollen wir einen machen, oder was? Ich weiß nicht, sollen wir einen machen? Warum haben wir eigentlich noch keinen Song gemacht? Genau, damit die Leute das fragen. Ja, Leute, habt ihr Bock, oder was? Auf jeden Fall, Walla, du hast in 3 Jahren mehr Karriere gemacht als viele andere Künstler. Ja, aber das passiert, wenn man nicht redet. Einfach machen, nicht viel reden, nicht viel ansagen. Nicht der macht Ansage an den und den. Und so, ich bin nie mit irgendwelchen Skandalen. So. Ihr müsst Taten sprechen lassen, Leute. Taten. Ja. Yeah. Ja, aber auch jucken. Ich sag dir ehrlich. Irgendwie ist es gerade voll so Lash. Die schreiben nur so Smileys. Die schreiben so Himsle Korte und so. Leute, ihr habt jetzt den Moment, interessante Fragen zu stellen, die wir beantworten können. Einfach nicht spielen. Aber wann kommt was Neues? Wann haust du wieder was raus? Kommt was Neues jetzt? Ja, ist schon was in Planung. Auf jeden Fall. Aber ich, ja. Video, etc. pp. Muss doch alles gedreht werden. Und bei dir? Das gucken wir. Gucken wir erstmal. Wir bleiben alle gespannt, Woll. Bleibt alle gespannt. Hey, diese Fragen. Milchschnitzel oder Kinderpinguin? Also ich finde diese Kinderpinguin? Frage schon selbstlos.
Das ist schon sehr respektlos, diese Frage. Kinderpingui. Pinguin, ja. Kinderpinguin. Pinguin. Wie heißt das? Heißt das Pingui? Nur mit I oder was? Kinderpinguin. Ey, Ey, Lil ich Lightskin, wusste. du bist voll der Dings, Mann. Ey, dieser Lil Lightskin, der ist voll der gute Fragesteller. Ich Wie wollte es lange gerade willst du sagen, noch er bringt Musik diese machen? Frage hier, diese Fragerunde richtig in Form. Ja. Was? Was? Der fragt auf jeden Fall, wie lange willst du noch Musik machen? Ihr? Fragezeichen. Das ist eine sehr gute Frage, die ich dir leider nicht beantworten kann. Musik, so, wenn es meine Gesundheit zulässt, auf jeden Fall, für immer. Musik ist endlos. Ja. Weil die Leute denken, Musik machen heißt auch immer jede Woche, also jedes Mal das auch auf Spotify hochzuladen. Und, weißt du, wie ich meine? Man kann ja im Endeffekt auch einfach so für sich Musik machen. Ich klopfe zweimal auf den Tisch hier und singe was, so, dann mache ich doch auch Musik. Muss ja nicht ins Studio Ja. gehen oder es raushauen und auf Instagram posten.